Schultoiletten. Die Schultoiletten sind der Ort, an dem die ekelhaftesten und verstörendsten Dinge passieren. Bro, in meiner Schulzeit habe ich das Beste gegeben, die Toiletten zu meiden. Wegen Leuten, die auf Klo rauchen, alles vollscheißen, sich prügeln oder andere gestörte Sachen machen. Dort gibt es sogar manchmal richtige Underground-Raves. Das Schulklo ist gleichzusetzen mit dem Frankfurter Bahnhof, weil jedes Mal, wenn du reingehst, wirst du Zeuge von irgendeinem kranken Scheiß, den du gar nicht sehen wolltest. Leute sind sogar so dumm und vergessen zu spülen. Ich meine, wir gehen hier in die Schule, um etwas für unsere Bildung zu tun und zu lernen. Und du vergisst wirklich, deine 30 cm lange stinkende Kackwurst runterzuspülen? Bro, dein Ernst? Die Toiletten sind wirklich wie das radioaktive, verstrahlte Fukushima. Aber Bro, ich bin ehrlich, manchmal verstehe ich es auch, wieso Leute aus dem Unterricht gehen und dann 30 Minuten auf dem Klo chillen. Der Unterricht ist f***ing langweilig. Und wenn ich dann gehen möchte, wirklich, ich gehe nur im äußersten Notfall. Und wenn ich muss, dann muss ich wirklich. Und Bro, dann sagen manche Lehrer wirklich, Magnus ist gerade auf Toilette, du kannst jetzt noch nicht gehen. Wie, ich kann nicht gehen? Ich muss pinkeln. Ich muss jetzt aufs Klo, ansonsten pisse ich in den gottverdammten Mülleimer in der Ecke. Bro, ich muss aufs Klo. Soll ich mir jetzt einpissen, bis Magnus nach seiner 30-minütigen TikTok-Session wiederkommt oder was? Wie auch immer, es gibt einfach Regeln und Vorschriften, wie und wann man aufs Klo gehen konnte. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, Bro. Und dann noch dieses, naja, du hättest doch während der Pause gehen können. Bro, was laberst du? Das Klo sieht während der Pause so aus. Wie soll ich da bitte aufs Klo gehen? Diese Lehrer sind wirklich so unglaublich weird. Aber gut, nachdem ich mich 5 Minuten mit dem Lehrer gestritten habe und er mich über meinen kompletten Toilettengang ausgefragt hat und ich ihn angedroht habe, dass ich mir jetzt die Hosen runterziehe und auf den Tisch pisse, durfte ich endlich gehen. Man geht endlich ganz entspannt aufs Klo, holt sein Handy raus und spielt vielleicht dann Clash of Clans oder so. Bro, auf einmal höre ich neben mir einen Typen, der gerade mit seinem Leben abschließt. Er bekämpft seine verf***ten Dämonen gerade. Und in der anderen Kabine höre ich irgendwelche abgef***ten Lutsch- und Schlürfgeräusche. Ich duck mich ganz entspannt runter und sehe Mädchen auf ihren Knien. Ich glaube, das Bild hier erklärt sich von selbst. Ich kann das einfach alles nicht mehr. Bro, wirklich, lass mich doch bitte einmal normal aufs Klo gehen. Bitte, einmal. Das ist die verdammte Schultoilette. Das ist der letzte Ort, wo ich irgendwie in Stimmung kommen würde. Und Bruder, man erlebt dort jeden Tag einfach neue, weirde Dinge. Und es gibt ganz verschiedene Spezien von Toilettengängern. Und die schlimmsten zeige ich euch am Ende vom Video, also bleibt bis dorthin dran. Eine weitere Sensation sind Kinder, die vapen. Du betrittst das Klo und es kommt dir diese chemische Wolke entgegen, die nach Erdbeere riecht. Bro, dort sind 14-Jährige, die den ganzen Tag an einem Plastikding nuckeln. Wow, das schmeckt so gut. Jetzt mal im Ernst, Bubats rauchen ist ja noch okay. Und ich habe auch echt gar nichts gegen die Leute, die sich denken, dass sie jetzt die komplette Kabine hopboxen, weil sie einfach nicht mehr mit dem Struggle aus dem Deutschunterricht klarkommen. Sowas ist in Ordnung und auch wirklich verständlich. Dagegen haben Zigaretten schon wirklich überhaupt gar keinen Sinn. Wieso raucht man sowas? Wie kann man denn so abhängig von irgendetwas sein? Okay, ich verstehe vielleicht noch den Stil in der Schule, weil bei uns waren die Leute auch immer cool, die auf dem Pausenhof eine Ziese geschmökert haben. Aber vapen? Bro, 11 Bar? Ein Plastikstück, was pro Zug deine Lebensdauer um 20 Minuten verkürzt? Das ist so unglaublich cringe. Eines Tages bin ich auf Klo gegangen und wollte nur entspannt meinen Tagesschiss vollziehen, weil mir das Essen in der Cafeteria mal wieder den ganzen Magen verdorben hat. Und by the way, eine goldene Regel ist es auch, niemals in der Schule zu scheißen. Einfach zur eigenen Sicherheit. Ich sehe dort schon diese 2 Jungs mit der Vape in der Hand und sie fragen mich, yo, hey, willst du einen Zug? Und ich sag, nah, bro, I'm good, ich rauch sowas nicht. Und das hat sie so sehr getriggert, dass sie sich über mich lustig gemacht haben. Haha, was eine Pussy, er traut sich nicht zu rauchen. Und als sie rausgegangen sind, haben sie das Licht ausgemacht. Dank diesen Söhnen musste ich jetzt meinen Arsch im Dunkeln abwischen. Wie kann man denn so sein? Das ist wirklich das Letzte, was man in der Schultoilette erleben möchte. Ich musste mein verf***tes Handy rausholen und mit der Taschenlampe leuchten, um zu sehen, ob ich alles wegbekommen habe. Das ist crazy. Aber zum Glück gab es da noch diesen kleinen Jungen, der dann reinkam und das Licht angemacht hat. Stellt euch mal vor, was er sich gedacht haben muss. Er kommt in die dunkle Schultoilette, es stinkt übertrieben nach Scheiße und ich komme ihm dort entgegen aus der dunklen Kabine. Der Arme. Auf jeden Fall der einzige Weg, den Schülern mit der Vape zu entkommen, ist mit dem Schlüssel zu klimpern, bevor du reingehst. Weil sie denken, du bist ein Lehrer oder noch viel schlimmer. Der Schuldirektor. Und dann verpissen sie sich. Und ich weiß nicht, ob das nur bei mir so war, aber das Jungsklo hat sich an manchen Tagen in einen Boxring verwandelt. Es gab massenhaft Schlägereien dort drin und es wurde wirklich zur Attraktion. Es gab Leute, die Popcorn davor verkauft und Wetten abgeschlossen haben. Und die Scheiße ist wirklich immer richtig ausgeartet, als wären wir Schüler wirklich nur ein Haufen von Höhlenmenschen, die nur scheißen können und sich prügeln. Und übrigens eine kleine Schweigeminute für die Putzfrauen oder den Hausmeister.
Weil das Schulklo wurde wirklich in allen möglichen Formen zerstört. Egal, ob es Leute waren, die an die Wand sprayen, die Toiletten zerschlagen, auf das Waschbecken springen oder allgemein die Kabine zu einem Kriegsgebiet verwandelt haben. Bro, stellt euch mal vor, wie gottlos das ist, wenn man dort arbeitet und Tag für Tag für einen unglaublich unterbezahlten Stundenlohn die Scheiße wegwischen muss von irgendwelchen 16-jährigen Pissern. Bro, wenn ich sowas sehen würde, ich würde direkt kündigen. Das nächste, auf was man sich einstellen sollte, sind die Weirdos. Die Weirdos machen so ziemlich alle Dinge, die in irgendeiner Art und Weise abgefuckt sind. Es gibt diese Leute, die neben dir vor dem Stehklo stehen und du ganz genau merkst, wie sie ihren Kopf zur Seite drehen und versuchen, auf deinen Sch** zu schielen. Bro, denkst du etwa, ich merke das nicht? Es gibt sie wirklich überall und genau das sind die Leute, die, sobald du das Klo betrittst, in irgendeiner Ecke stehen, als hätten sie schon auf dich gewartet und dich die ganze Zeit anstarren. Oh, da ist ja der Markus aus der Klasse neben mir. Mal schauen, wie seine Wiener ausschaut. Bro, das ist einfach weird. Könnt ihr nicht eure ekelhaften Fantasien zu Hause lassen? Zu den Weirdos gehören übrigens auch die Leute, die ihre Hose komplett runterziehen. Ich meine, wenn du noch unter 10 bist, dann ist sowas ja wirklich nicht schlimm. Wir waren alle mal jung. Aber Teenager, Jugendliche, die ihre verfickte Hose bis zum Boden runterlassen und dann so dastehen? Falls du auch so eine Person bist, bitte gewöhn dir das ab. In der Schule hat das vielleicht noch keine Folgen für dich, aber wenn du sowas auf einem öffentlichen Klo machst, in einem Restaurant, ist die Chance ziemlich groß, dass du wegen sexueller Belästigung 10 Jahre im Knast landest. Also falls du einer von dieser Sorte bist, bitte zieh deine Hose hoch. Ich will nicht deinen nackten, flachen Arsch sehen, sobald ich den Raum betrete. Aber gut, wenn du dich nach dem Anblick von so etwas bereits geekelt fühlst, stell dir mal vor, wie du dich fühlen musst, wenn du jemanden direkt neben dir in der Kabine hörst, der sich den Jürgen würgt, die Kokosnüsse von der Palme holt. Ich versuche nur nochmal reinzugehen und zu pissen und werde sofort mit dem Klang von Klatschen und Stöhnen konfrontiert. Bro, come on! Ich verstehe, dass man irgendwann ein gewisses Niveau von Down Bad erreicht, aber wenn du auch nur darüber nachdenkst, das in der Schule zu tun, Bro, dann bitte wechsel die Schule, bitte! Okay, und der letzte Punkt, die letzte Sensation, sind die überall gefürchteten Unruhestifter. Ich nenne sie jetzt einfach mal die Klopiraten. Die Klopiraten sind die Leute, die am meisten dafür verantwortlich sind, dass die Toiletten so sind, wie sie sind. Sie scheißen wortwörtlich einfach auf alle Formen der Moral. Sie klauen einfach das Klopapier aus allen Kabinen. Ich war einmal auf Klo und jemand in der Kabine neben mir hat einfach geheult, weil er höchstwahrscheinlich das Geschäft seines Lebens gemacht hat und das Klopapier weg war. Bro, er sitzt quasi in seiner eigenen stinkenden Scheiße fest und es gibt keinen Ausweg dafür. Die Klopiraten schmeißen auch einfach Böller in die Toiletten und sprengen die Seifenspender in die Luft. Kein Scheiß, bei uns wurden Böller in die Klos geworfen. Böller! Die verfickten Klopiraten haben bei uns sogar die Seifenautomaten und Klobrillen abgeschraubt und mitgenommen. Das ist einfach so respektlos, aber irgendwie auch zu witzig. Zu der Liste von Schandtaten gehören noch ungefähr 1000 weitere Dinge. Wie zum Beispiel neben das Klo pissen, die Spiegel beschmieren, aus Spaß ins Stehklo kacken? Das ist abgefuckt. Nasse Klopapierhaufen rumwerfen und wirklich alles, was du dir vorstellen kannst. Ach übrigens, es gibt noch eine Sorte von Leuten. Die Leute, die Bilder oder Snaps vor dem Klospiegel machen. Bitte hört einfach auf damit. Das ist cringe. Vor allem, wenn ihr ein Foto macht und im Hintergrund noch jemand steht, der einfach entspannt pissen wollte. Lasst es einfach. Also zusammengefasst, egal wie sehr du dich bemühst, so wenig wie möglich aufs Klo zu gehen in der Schule, früher oder später wirst du die Tür öffnen und ein Erlebnis machen, was dich für dein Leben lang prägen wird. Ich wünsche euch allen Leuten da draußen, die noch zur Schule gehen, viel Kraft, das durchzustehen. Und Bro, bitte tu mir und dir selber einen Gefallen und werde keiner von den genannten Typen. Danke. Schreibt bitte eure komischste Erfahrung auf dem Schulklo in die Kommentare. Mich interessiert das echt. Und vielleicht habe ich ja auch eine bestimmte Spezies von Toilettengängern vergessen, die es nur bei euch gibt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst dem Video gerne einen Like da und abonniert. Ansonsten werde ich das Licht ausmachen, wenn ihr auf dem Klo seid.